Für unsere Emergency Response Balkan haben wir geplant, neben der medizinischen Versorgung auch mobile heiße Duschen anzubieten. Wir sind gerade in Rittberg und haben von einem netten Spender einen Daimler-Benz Ullmog abgeholt. Den fahren wir jetzt zurück nach Berlin mitten in der Nacht. Direkt zum Holzmarkt, dass er auf schnellstem Wege nach Bosnien kommt. Nach weniger als 100 Kilometern mussten wir den Ullmog aufgrund von technischen Problemen abschleppen lassen. Nachdem die Abschleppfirma den Ullmog falsch abgeschleppt hatte, hatte das Getriebe des Fahrzeuges einen Totalschaden. So kamen wir in den Kontakt mit Mikis, einem Kfz- und Lkw-Schrauber aus der Nähe von Hannover. Mikis erklärte, die Reparatur des Ullmogs wäre viel zu teuer und unterbreitete uns einen neuen Vorschlag. Er würde einen Lkw besorgen und diesen zu einem Duschfahrzeug umbauen. Ich bin Mikis, ich baue hier diesen LKW auf meinem Grundstück. Ja, das ist ein Dusch-LKW und das funktioniert so, dass es einen Durchlauferhitzer gibt. Dieses Gerät, ein Wasserbassin, was ständig aufgefüllt werden muss und ein Stromgenerator und ein Warmluftgebläse und eine Pumpe, die das Wasser umwälzt und letzten Endes durch die Duschen schickt. Wir haben hier vier Duschen, zwei Innenduschen und zwei Außenduschen, die gleichzeitig betrieben werden können. Wir hatten Glück im Unglück. Wir trafen auf einen wundervollen Menschen, der ohne mit der Wimper zu zucken uns geholfen hat. Ohne Mikis wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Hör auf. Los jetzt? Los jetzt.